Oh, blaue. Ja, eben, was Crit. Jetzt kann ich nicht umskillen. Das kriegt auch noch. Hey, was blau ist, das Speer. Der kommt vielleicht hier rein. Nur was blau ist, Kurzbogen. Gar nicht. Der könnte mir gefallen. Und so ein Held. Schauen wir mal. Ne, der Speer wird dir nicht gefallen, der hat Minus. Die Post hat es. Ne. Ich bin jetzt auf 16 Schotten. Ja, das ist der Knopf dran und ein Schotten. So. Ui. Gegner haben wir noch Rocket. Er schafft mehr. Naja, natürlich. Naja, okay, was heißt denn? Magische Sens. Gürtel. Bringt doch nichts. Bei mir. Cool. Brauchst so eine Fähigkeit, aber. Oh. Wahrscheinlich ja nicht, weil scheiße ist, oder? Nee. Wird sogar plus 1,7 Fähigkeit sein. Aber minus 22 halt. Ja, bei mir auch so plus 1 Fähigkeit, aber minus 40% Fähigkeit. Das ist dann doch sehr viel. Stirbt er noch? Okay. Wow, wir haben schon 8000 Gold. Ich habe hier nur. Ich habe auch 8000. Ich habe 8000. 8000. War was drin im Bücherregal? Hat das gerade gedrückt? Ich wollte drücken, hat aber nicht funktioniert. Ich wollte drücken, auf der Seite müssen dann zeigen. Ja. Das sind ein Gegner. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Müssen die nicht auch langsam umskillen können? Naja, doch, Fledermäuser. Das sind fast gescheiter. Sind recht cool, kosten aber viel. Ah, nehmen wir bald mal. Das sind besser als diese komischen Dinger. Die aus der Erde rauskommen. Ist es der Nahkampf? Das ist. Ah, nein, das ist die. Das ist relativ. Pseudo-Nahkampf. Auf jeden Fall nicht so auf die Distanz. Sind cooler. Ah, exquisite sind. Ich brauche. Hey, da gibt's Pilze. Pilze. Bäh. Ah ja, dieser. Beeindruckende Pilze. Jetzt da. Jetzt haben wir dieses komische. Infernaler Schlag. Braucht man das nur, ja? Es gibt's noch. Das zusammenhängende Event gibt es noch. Ja. Okay, da ist nix. Also ich meine, ersten Akt haben wir den nicht schaffen. Ist sehr armselig. Ja. Der darf halt meinen Knetstern. Das sind Falschrümmer. Möglicherweise, aber ist eh wurscht. Wir wollen eh leveln. Da gibt's ein Buch. Mein Name ist Valdana. Ja, stimmt, wir müssen ein bisschen aufleveln. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee. Lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr. Es wird schon lustig, dann brachte ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Vielleicht. Kommt der vor, was wir Equipment dafür wir haben. Ihre komplett selbst. Wow, da kommen Gegner, aber. Ah, na, nur leicht. Palazaros. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer Füße. Nicht genug Zorn. Redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmacht unmittelbar aus Angst gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Werte der Stiefel zu. Die besser sind. Wirklich? Bissl. Nicht unbedingt gesamt. Ach stimmt, wir haben den Schmied noch gar nicht freigespielt und so. Ja.
Das bin ich auch drauf gekommen. Eigentlich bringt sich das alles noch nichts. Also, dass ich jetzt die ganzen Sachen einsammle für den Schmied. Naja, aufheben. Für ja. Später. Oder verkaufen für Geld. Ja, stimmt, gehört doch mal. Dann ist er kommen, ist der Kopf, kommt der immer schon so? Doch, es schon. Gibt ne? Teilweise. Verschiedene Abgänge? Ja, ja, okay. Kannst du eh schon. Ah, stimmt, es ist ja schon das eigenes. Achso. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warm bringt mir seine Knorren. Wie die alle reinhauen. Das überlebt er schon. Was ist denn der Fetzer? Das sind die Federn mal sehr oft auf. Je näher, umso stärker, oder müssen sie einfach nur treffen? Sie müssen nur treffen. Passt. Was Blaues. Stiefel, die besseren, jetzt habe ich. Dank, weil ihr meine Hilfe braucht. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durch. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Gibt's da denn mal Truhe, denkbar? Folgt mir nach Tristan. Ist auch Zufall. Na, jetzt ein Video. Nachdem ich den alten Gelehrten gerettet hatte, erfuhr ich von ihm, dass der sogenannte Skelettkönig zwischen mir und dem Stern steht. Doch nicht mehr lange. Langes Video. Ja, kurz. Onkel, du lebst. Dank dir. Ich brauche euer Wissen. Ich habe geschuftet wie ein Irrer. Die deutsche Stimme von der Kenne. Feinen Waren anbieten kann. Wow, Level up. Boah, plus 43% schon. 26, yeah. Plus 8, mein Gott. Ja, bla bla bla. Das müssen wir was machen. Ist jetzt die Schmied-Quest? Ja. Ich geb schon Geld aus. Für Items? Ja. Wie war's dafür? Nein, zum Austauschen eines Items. Vielleicht hätten wir irgendwie den Gildenchat ausblenden sollen. Ich hab keinen Gildenchat. Ich schon. Ja, dann bitte mal. Seid gesegnet dafür, dass ihr deckert. Ja, jetzt eh. Okay. Ja, halb ich hab, wenn du etwas nicht kaufen willst, dann fass es auch nicht an. Wenn du etwas nicht kaufen willst, dann fass es auch nicht an. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht. Ah, na, die. Hat ihr nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller. Hab Dank. Folgt mir. Soll ich mir jetzt Flügel holen und dich damit nerven? Nein. Oh, die Quest kann ich mal sehen. So oft haben wir es jetzt auch nicht gemacht. Doch. Noch Qual 6 ist eh easy. Und sie funktioniert immer noch. Wirklich? Nee, ich könnte Level abholen, deswegen. Also. Das hat sie gewickt. Meine Liebe, bitte vergib mir. Aber die ist aber schon so oft gehört. Na, mein Kürzer blöd haben wir es wieder vorher. Hey, cool. Schon wieder so ein. Schon wieder so ein. Ja, ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Weglagens. Kannst du es brauchen? Wahrscheinlich nicht. Wenn ihr meinen Narren von einem Leben Gruppen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Nee, du kannst das wahrscheinlich auch nicht brauchen, ne?
Na. Gut, dass die es brauchen, das hab ich gerade als Waffe. Er ist Zeremoniemesser, kann ich nicht. Zumindest. Achso. Ach, okay, hab ich nicht geschaut. Ich hab zurzeit immer noch die Waffe, die ich umgekehrt habe. Cool. Schillernde Träne. Hey, wir sind außerhalb des Path-Ranges, also wir kriegen jetzt gerade weniger IP. Jetzt echt? Das gibt's auch? Unten, die Range. Also wenn gemeinsam stark und so. Achso. Raserei. Da gehen wir zurück. Ja, ich wollte nur schauen, ob du noch was siehst. Ah, du hast die drei Pfeile. Was soll? Die drei Pfeile jetzt. Achso, ja. Die. Das sind nice. Was ist denn das? Event, würde ich sagen. Hab ich nie gesehen. Es werden einfach Gegner gespawnt. Geil. Also nicht wirklich an den Wänden. Immer noch nicht genug. War cool was. Hey, das stimmt, keine Wikinger wird für den nächsten Tag drin. Sicher eine bekannte Synchronsprecherin. So wie bei fast jedem Charakter in dem Spiel. Das ist aber echt perfekte Synchronisation. Mhm. Ja, ich kann provozieren. Es geht auch anders. Nicht so wie die meisten Spieler. Noch nicht. Ich kann produzieren. Die Pingus kriegt Seelenernte. Hört man nicht so. Machst mehr Damage dann auch, glaube ich. Je mehr Gegner du triffst, desto mehr Damage machst du. Mehr. Für 30 Sekunden. Im östlichen Königreich Gejistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarum gehört, die Kreuzritter genannt werden. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten und hatten ein ganz anderes. Ich glaube, dann ist das ja. Also sind gleich blaue. Ui. Dies wird ein guter Kampf. Mit Mauern. Was Blaues. Ein Helm, aber einen schlechten Helm. Kurzstab und kann ich nicht tragen. Was du brauchen? Ich habe noch gar keinen Helm, also ja. Achso, okay. Ich hab okay. Nämlich schon einen blauen Helm. Ich bin gerade am Umskillen. Ah, ich habe gerade einen Helm gekriegt. Also nicht nur deinen, sondern den anderen noch. Der beste. Ist der besser? Du kannst sie von mir jetzt dann wieder zurück. Ja, wozu? Das ist ja unnötig. Wie sieht das denn? Geld. Irgendwo gibt es mal wieder Applaus, passt, oder? Okay, gehen wir mal weiter. Das ist nicht alles, was ich machen. Ja, wir müssen rauf. Sicher.